بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema von heute ist Ja, Muhammad ist kein Schirk. Es wird immer wieder behauptet, dass wir behaupten würden, dass es Schirk sei, Ja, Muhammad zu sagen. Und dann kommt man natürlich mit einem Beweis, dass die meisten Rechtsschulen und die meisten Gelehrten der Meinung sind, dass man bei der Tahiyya im Gebet sagt Wassalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, und Friede über dich, o Prophet. Also, wie kann es Schirk sein, wenn man doch im Gebet sagt, o Prophet. Ja. Und übrigens ist es vom Benehmen zu sagen Ya Rasul, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Und nicht vom Benehmen zu sagen, Ja, Muhammad. Ja? Also der Benehmen ist, dass wir ihn mit dem Namen Nabi oder Rasul ansprechen. Auf jeden Fall. Dann wird dann gesagt, ja, hier, guck mal, was ihr für Quatsch erzählt. Ja? Und wenn man zum Grab geht vom Propheten, sagt man, Salamu alayka, ja, Rasul Allah. O Frieden über dich, o Gesandter Allahs, wenn man am Grab des Propheten in Medina steht. Ja? Zum Beispiel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Salam alaika ya Rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Jetzt als Beispiel. Auf jeden Fall, und so versucht man dann, die Wahrheit zu verdrehen und Leute dumm dastehen zu lassen. Ich möchte erstmal einen Ratschlag geben. Bevor man über jemanden urteilt, sollte man sich die Meinung von dem, über den gesprochen wurde, erstmal anhören. Weil es viele Lügner gibt. Viele Leute gibt, die vieles erzählen, die es für ihre eigene Politik nutzen, um in Ruhe gelassen zu werden. Es gibt viele Sekten, die sich die Taschen voll stopfen mit Geld von ihren Anhängern. Und natürlich, denen ist es egal, ob die in die Disco gehen, ob die nicht beten. Deswegen siehst du von denen noch fast kein Video, wo sie darüber reden, ihr müsst anfangen zu beten, wo ihr Herz bebt. Ja? Und sie sagen, warum betet ihr nicht oder so. Ja? Sondern Hauptsache, ihr bleibt in unserer Gruppe. Und ihr bezahlt schön das Geld für unseren Verein und dann ist alles okay. Aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Zu sagen, Ja Muhammad oder Ja Nabi oder Ja Rasul, ist kein Schirk. Es sei denn, es wird verbunden mit einer Ibadah. Denn, was ist Tawhid und was ist Schirk? Tawhid ist Ifradullah bil Ibadah. Allah der Ibadah, die gottesdienliche Handlung, einzig und allein zu widmen. Und Schirk ist Sarful Ibadah li ghayrillah. Schirk ist, dass man die Ibadah jemand anderen zugibt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man glaubt, dass diese Person Schöpfer, Lenker, Herrscher des Universums ist. Denn auch die Mekkaner haben geglaubt, dass Allah der Schöpfer, Lenker, Herrscher ist. Wie zum Beispiel in Sure 10, Vers 18, wie zum Beispiel in Sure Mu'minun, Vers 84 bis 88, als Beispiel. Ja? Zum Beispiel in Sure 10, Vers 31 sagt Allah, Kul mei yarzukukum min as-samai wal-ard, amma yamliku sam'a wal-absar, wa mei yukhrij al-hayy min al-mayyit, wa yukhrij al-mayyit min al-hayy, wa mei yudab al-amra, fasayakulun Allah. Sprich, wer bringt das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Was sagen die? Die sagen Allah. Die haben Allah gesagt. Die Mushrikun, die Götzendiener, die den Propheten bekämpft haben und die der Prophet a.s. widerlegt hat, die haben neben Allah Götzenangebote betet. Ja. Unter anderem, damit sie Fürsprecher für sie sind bei Allah. Zum Beispiel Sure 10, Vers 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُمْ وَيَقُلُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ. Und sie beten neben Allah an, sie dienen neben Allah gottesdienstlich, was ihnen weder nützt noch schadet, und sagen, dies sind unsere Fürsprecher bei Allah. Oder in Sure Summa 39, Sure, um sie Allah näher zu bringen. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und die, die sich neben Allah Aulia nehmen, sie sagen, wir dienen denen nur, damit sie uns Allah näher bringen.
Und das ist genau das, was heute einige behaupten, die andere neben Allah anbeten, im Namen des Islams. Sie sagen, ja, das sind unsere Vermittler zu Allah, subhanahu wa ta'ala. So. Das heißt, ja, Muhammad zu sagen, ist kein Schirk in sich selber, oder ja, Nabi Allah zu sagen, oder ja, Rasulullah, sondern es ist Schirk, wenn es verbunden wird mit einer Ibadah. Und es gibt authentische Hadithe, wo zum Beispiel gesagt wird, inna du'a wal ibadah, wahrlich die Du'a ist die Ibadah. Und Allah beschreibt das auch im Koran, für diejenigen, die Probleme haben, zu den Hadithquellen zurückzugehen, ja, wie Abu Dawud, Tirmidhi etc. Eine Koranübersetzung sollte jeder Muslim zu Hause haben, da kann er das nachlesen, da kann er es auch auf Arabisch nachlesen. Zum Beispiel in Sura 19, das müsste Vers 48 und 49 sein, da wird über Ibrahim berichtet, dass er sagt, وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَعَدْءُ رَبِّي عَسَىٰ عَلَىٰ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Da sagt er, und ich werde mich von euch entfernen und meinen Herrn anrufen, und also ich entferne mich von euch und von dem, was ihr neben Allah anruft, ja, Dua, und ich rufe Allah an, ich mache Dua zu Allah, also ich mache Dua zu Allah und entferne mich von dem, wozu ihr Dua macht, sinngemäß. Und dann wird gesagt im nächsten Vers, فَلَمَّا اَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Und als er sich von ihnen sozusagen zurückgezogen hat und von dem, was sie neben Allah anbeten, das heißt, hier wird erst Dua genannt und dann wird danach in dem Vers erklärt, dass die Dua was ist? Ibadah. Und natürlich ist es jemand anderen anzubeten, neben Allah, ist Schirk. Allah sagt in Surah 4, Vers 36, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dient Allah und macht ihm gegenüber kein Schirk, kein Polytheismus, gesellt ihm niemand bei. Und Allah sagt über den Schirk in Surah 4, Vers 48, إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ أَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, er vergibt, was darunter ist, wem er will. Natürlich nicht nach Willkür, sondern nach seinem Maßstab. Das heißt, ja Muhammad zu sagen, oder ja Nabi Allah, oder ja Rasulullah, in Verbindung mit einer Dua, ist Schirk. Allah sagt beispielsweise auch in Sure 72, Sutul Jinn, es müsste Vers 18 bis 21 sein, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen, die Gebetshäuser sind für Allah, so macht keine Dua zu jemand anderen. وَأَنَّ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُنُونَ عَلَيْهِ إِبَدًا. Ich bin jetzt gerade rausgekommen. Moment. وَأَنَّ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُنُونَ عَلَيْهِ إِبَدًا. Ja, doch, war doch richtig gewesen. Und jetzt kommt's, ja, dann Vers 20. Kul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Sprich, ich mache Dua zu meinem Herrn und ich geselle ihm niemanden bei. In Sure 46, Vers 5 und 6 müsste es sein. Da sagt Allah, Sur al-Ahqaf, wa man adallu mimma yad'u min duni Allahi. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Wer ist irregegangener als der, der neben Allah andere anruft, der Dua ihm widmet, die ihn nicht bis zum jüngsten Tag erhören werden. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Und am Tag, wo die Menschen versammelt werden, werden sie ihre Feinde sein. Das heißt, die, denen Dua gewidmet wurde, werden die Feinde sein von denen, die ihnen Dua gewidmet haben, und werden gegenüber dieser Ibadah, diesem Gottesdienst, den sie ihnen gewidmet haben, das heißt, die Dua ist ein Gottesdienst, Käferum sein. Das heißt, die werden den verleugnen. Und deswegen, ja,
keinen Blödsinn erzählen. Und wenn man Dua macht, macht man die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man geht nicht zum Grab von XY und sagt, oh du so und so, gebe mir dieses und jenes. Oder man ruft von hier den Scheich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, der ein Mensch ist, ne, und bittet ihm um etwas. Sondern es gibt jemanden, der deine Dua liebt. Der es liebt, angerufen zu werden. Und er sagt in Surah Al-Baqarah, وَإِذِ سَأَلَّكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich schnell. Das heißt, Allah liebt es, dass du Dua zu ihm machst. Warum machst du dann die Dua zu jemand anderem? Allah liebt es, dass du ihn sofort anrufst. Und deswegen kein Blödsinn erzählen, keine Fakten vorverdrehen. Wenn jemand am Grab vom Propheten steht und sagt, Salam alayka ya Rasulallah, dann hat er keine Dua zu ihm gemacht. Dann hat er ihn nicht um etwas gebeten. Oder wenn jemand im Gebet sagt, Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Das ist eine ganz andere Sache. Dua ist eine Sache und ein Salam ist eine andere Sache. Weil das ist die typische Art von Ahlul Bidda. Immer Fakten verdrehen, um diejenigen, die unwissend sind und die Sachen nicht unterscheiden können, in die Irre zu führen. Assalamu alaikum.